Gerade vor Wahlen legen Politikerinnen und Politiker einen ganz großen Wert auf Digitalisierung und ganz viel Digitalisierung. Und verbunden ist das dann meistens mit der Forderung, man will vielleicht kostenloses WLAN haben, man will Breitbandausbau voranbringen und vielleicht auch Digitalisierung in Schulen voranbringen. Aber was will man eigentlich mit dem vielen Netzwerk, das man da ausbaut? Und warum macht man das eigentlich? Das ist eigentlich die viel spannendere Frage. Und deshalb wollen wir in den nächsten Tagen mit einigen Videos mal diesen Begriff digitaler Wandel konkret an Beispielen vorführen, was es in Freiburg bedeuten könnte.